Martin, hallo. Hallo, Martin Ulbrich hier. Hallo Martin, wie geht's dir heute? Sehr gut, sehr gut. Wir Super. Wohin fahren wir jetzt? fahren jetzt mal nach Stuttgart in die Theodor-Heuss-Straße und essen da einen leckeren Burger. Okay. Und womit fahren wir? Wir fahren mit meinem Tesla Model S. Oh ja. Genau. Und der fährt auch gerade selber. Das sieht man hier an dem Display mit den zwei blauen Strichen. Ich habe ihm gesagt, er darf nicht schneller fahren, wie er darf. Und er fährt jetzt auch automatisch den zwei Strichen hinterher und dem Auto vor uns. Okay. Genau, und das Auto übernimmt, also mein Tesla übernimmt die Geschwindigkeit von dem Auto vor mir und lenkt auch sehr zuverlässig und fährt jetzt diesen Strichen, die sich hier so rechts und links von der Fahrbahn befinden. Jetzt rechts ist gerade, wenn wir mal ausschauen, ist gerade ein LKW an uns vorbei. Ja. Da hat er ein bisschen Angst, dann macht er auch dann so an der Seite so orangene Felder, wo er dann sieht, recht wenig Abstand. Jetzt sieht man es leider nicht mehr. Jetzt müsste gleich der Porsche vorbeikommen, da sieht man es vielleicht nochmal. Ja. Also er sieht die Autos neben sich und macht die dann entsprechend dem Abstand entweder orange oder rot und In vermeidet. 300 Metern leicht nach links abbiegen, Genau. um auf obere Bahnsteige zu bleiben. Jetzt fahren wir hier mal. Jetzt wird es mir hier auch ein bisschen zu eng. Jetzt übernehme ich einfach mal, indem ich ein bisschen am Lenkrad ziehe. Dann macht der Bing Bing. Und Okay. jetzt fahre ich wieder selber. Jetzt übernehme ich nur die Geschwindigkeit von dem Auto vor mir. Das ist jetzt dieses 55. Man darf hier maximal 50, Jetzt leicht nach links abbiegen, um auf obere Bahnsteige zu bleiben. Die Frau unterbricht mich hier immer. Mhm. Und jetzt fahren wir hier den Berg hinunter und benutzen auch unsere Rekuperation zum Bremsen. Okay. Das sieht man hier an diesem Energiemeter, wenn du mal hier rüber gehst, sieht man diesen kleinen grünen Strich. Das ist die momentan mögliche Bremsleistung, die geht bis zu diesen gestrichelten gelben Punkten. Und das kann er momentan an Bremsleistung erbringen. Er macht jetzt auch ein bisschen die Geschwindigkeit zu dem Auto vor uns. Wenn der jetzt langsamer fahren würde, dann würde er jetzt, also ich jetzt, einfach ein bisschen bremsen. Jetzt habe ich quasi selber übernommen und fahre jetzt hierher und warte. Er hat auch eine ganz schöne Funktion, wenn man jetzt einmal die Bremse ein bisschen stärker drückt, dann Okay. macht er so eine Haltefunktion, dass er von sich aus nicht weiter rollt. Also am Berg anfahren geht er ganz fein und eben auch hier jetzt am Berg runterfahren, das ist auch ganz geschickt. Und das ist Model S. Ja, genau, Tesla Model S. Und wie viel PS hat das Auto? 428 hat er jetzt inzwischen. Oh. Genau. Ganz Also viele, aber es gibt noch ein anderes Modell ja, völlig mit verrückt. 770 PS. 770 PS, Genau. ja? Das sind die ganz schlimmen oder die ganz schnellen Teslas, die es gibt, sind aber auch sehr, sehr teuer. Also das ist wirklich was, wo ich gesagt habe, man braucht es auch nie. Man braucht sehr viel mehr Reifen und hat auch das Problem, dass wenn man mal zu schnell fährt, dass es dann halt immer so komische Fotobilder gibt, die dann auch relativ teuer sind. Ich finde das eigentlich total ausreichend, wie das Ding hier motorisiert ist. Es ist eher ein bisschen zu viel, aber es macht auch sehr Spaß, damit mal ein bisschen schneller zu fahren. Und wie viel kostet so ein Tesla mit 440 PS? So ungefähr. Ja, also so 93 hat der jetzt hier gekostet. Da gab es noch ein bisschen Discount, weil der schon fertig auf der Halde stand bei Tesla. Es ist auch 93.000 so Euro. viel, genau. Und ich habe zum Schluss dann 83 bezahlt, mit abzüglich von allen Förderungen und noch ein bisschen Discount bekommt, nennt sich Showroom-Discount, weil er eben schon bei denen fertig auf der Halde stand. Und dann waren es so um die 83. Und wie viel kostet das schnellste Modell, das bessere Modell, stärkeste Modell? Also da sind wir schon bei 160, glaube ich, so in der Richtung. 160. Ja, also es gibt einen ganz schnellen, das ist der Ludacus, das ist so ein Performance-Update, nochmal für 10.000 Euro mehr. Und wenn man den voll ausgestattet nimmt, dann ist man wirklich richtig viel Geld los. Also echt wahnsinnig, wie dieser Modus ja auch heißt, von Sinnen. Aber es ist wirklich ein sehr angenehmes Fahren, sehr leise. Man hört es jetzt wahrscheinlich nicht, weil ein bisschen Windgeräusche dazu kommen, aber es ist sehr angenehm mit dem Auto zu fahren, weil es beeinflusst In einen 200 auch ein Metern bisschen. leicht nach rechts auf Hohenheimer Straße abbiegen. Ich mache mal die Frau hier aus, die stört mich immer. Ja, das muss man eh abbiegen. Also ich finde es einfach eine ganz geniale Sache, mit so einem Auto zu fahren und will auch nicht mehr, außer jetzt mein 30 Jahre alter kleiner Mercedes, auf Verbrenner umsteigen, weil das wirklich was ist, wo ich kennengelernt habe und für mich lieben gelernt habe.
dass das eine völlig andere Art des Fortbewegens ist, sehr leise, sehr angenehm, fortschrittlich, auch ein bisschen autonom kann er ja auch fahren, also er kann selber lenken und selber die Geschwindigkeit übernehmen von Vordermann. Und bis 150 kann man den auf der Autobahn quasi fahren lassen. Und in außer Deutschland-Ländern wie Österreich oder Holland, Frankreich, darf man ja eh nicht so schnell fahren, nicht so wie bei uns. Und dann kann man den einfach alleine fahren lassen. Und das geht meistens sehr gut. So, ich habe eine Frage für dich. Du weißt, dass wir zusammen Projektmanagement jetzt machen. Ja. Also Lernen aus Erfahrung ist ein sehr wichtiges Prinzip bei uns, ja? Ja. Was hast du oder was hast du jetzt mit Tesla gelernt oder als Erfahrung berichtet? Wie kannst du das berichten? Also es ist eher so eine Lebensanschauung als jetzt speziell auf Tesla. Es ist eine Erfahrung, man muss etwas erfahren, in dem Fall jetzt das Auto. Und das kann man nicht durch Berichte von irgendwelchen Zeitungsmenschen wahrnehmen, die hier sagen, das geht alles nicht und Strom und geht nicht und man kann nicht damit in Urlaub fahren, sondern man muss, was ich ja auch gemacht habe, das selber mal ausprobieren und schauen, wie es einem damit geht. Es gibt auch Leute, die sagen, das ist alles bescheuert mit diesem modernen Zeug, mit diesen Systemen, die einen da bevormunden. Ich sage eher, es ist eine Unterstützung beim Fahren und es ist was, wo ich sage, es ist eine Ergänzung und eine Bereicherung für das tägliche Leben, auch so im Stau zu fahren. Ich fahre gerade morgens jeden Tag in die Schule, wo wir zusammen sind, und da ist es so, dass da immer Stau ist und plötzlich macht mir Staufahren Spaß. Das heißt, ich fahre auf der rechten Seite in den LKWs drin und es macht mir nichts aus, dass ich da ganz langsam unterwegs bin, weil er alles selber macht. Man muss sogar aufpassen, dass man nicht abgelenkt wird durch Handy oder so irgendwas, was man auch ich mir jetzt so angewöhnt habe. Wenn das Auto steht, kann man das Handy in die Hand nehmen, finde ich. Wenn es fährt, sollte man es wieder weglegen, weil dann ist es ein bisschen blöd. Mhm. Da kann schon was passieren und man muss auch ein bisschen aufpassen, weil er schon manchmal komisch reagiert, wenn da plötzlich mehrere Striche auf der Straße sind oder wenn irgendjemand anders plötzlich reinzieht. Aber im Normalfall kann man sehr stark sich darauf verlassen, dass es funktioniert und das ist auch das Angenehme, wo einen ein bisschen entlastet beim Fahren. So, wie oft musst du deinen Tesla aufladen oder chargen? Also ich habe jetzt inzwischen so eine Reihenfolge, meistens mittwochs, weil es vom Wochenende her bis mittwochs reicht, je nachdem, wenn es kälter ist, wie es jetzt gerade ist. Im Moment haben wir 5 Grad, muss man schon öfters laden, dann muss ich auch mal, ich gehe heute zum Beispiel, weil ich am Wochenende noch zwischengeladen habe. Das heißt, so ein bis zweimal in der Woche ist jetzt aber auch nicht sonderlich lästig, weil ich jetzt das dann dazu nutze, Leute zu treffen, die ich auch über Tesla kennengelernt habe. Mhm. Heute Mittag zum Beispiel werden wir vielleicht sogar zu viert sein, da kommt einer aus Rastatt und einer aus in der Nähe vom Bodensee. Also wirklich ganz viele Leute, die hier sich dann da treffen und man hat eine gute Zeit und meistens sind die 20 Minuten, die man ungefähr so braucht. Mhm. Vollcharge ist dann meistens viel zu kurz. Also wir beschweren uns dann immer drüber und sagen, so ein Scheiß, dass die Dinger so schnell laden. Und das ist dann wirklich auch so ein bisschen komisch, weil eigentlich denkt man ja immer, das ist störend, aber ich finde es eigentlich eher schön. Mhm. Und gibt es genügend Supercharge-Stationen hier in der Nähe oder in der Region Stuttgart? Ja, es ist so, dass es hier eine Leonberg gibt. Das ist wirklich dann auch so mein Heimcharger. Und es gibt jetzt auch bald die Möglichkeit, mit CCS, also mit anderen Schnellladern noch zu laden, auch mit Gleichstrom dann in dem Fall. Und da hat man dann wirklich eine riesen Auswahl von kostenlosen und auch kostenpflichtigen Kaufland, Lidl, Aldi, besser gesagt, ich weiß jetzt, irgendein Hornbach oder irgendwas sind wohl auch gerade dabei, Ladestationen aufzubauen, oder Ionity oder Tanko und Rast an der Autobahn. Also es wird immer besser und immer schöner und total entspannt, dass man sagt, man weiß immer, dass man irgendwo einen Strom kriegt. Mhm. Man hat am Anfang sicherlich so ein bisschen Bedenken, diese berühmte Reichweitenangst, die es da gibt, dass man da eben manchmal so ein bisschen schon zu früh tankt oder lädt, und das legt man aber mit der Zeit dann auch ab und kriegt dann auch die Erfahrung und auch das Gefühl dafür, dass es sehr zuverlässig funktioniert und auch die Reichweite, die angegeben wird, dann auch immer reicht. Mhm. Na super. Sehr gute Informationen haben wir heute gekriegt. Wir bedanken uns bei dir, Martin. Gerne, gerne. Und Mahlzeit. Guten Appetit. Ja. Ciao, ciao. Tschüss.